Habe ich so lustige magische Meteoriten, die ich werfen kann? Mach mal. Ja, habe ich schon. Achso. Die sehen auch cool aus. Ach, dieses. Und machen coole Effekte. Ja. Und gehen ganz schön ab. Ich glaube, den solltest du irgendwie einsetzen. Den habe ich auch immer verwendet, meine ich, als ich letztes Mal gespielt habe. Okay. Vor 3 Jahren oder so. Sagt mir gerade, also ich kenne irgendwie das, diese. Melfs magische Meteoriten heißt der. Sag mal, warum wählst du. Was für ein Grad ist das? 3. Wieso greifen meine Viecher eigentlich nicht an? So. Die hier ja, wieder, wenn du sie durchlässt. Ja, Moment, so. So, mach doch mal dicht. Wenn ich der Gruppe weiterhin nutzen ja, soll, chill. Benötige ich Heilung. Chill. Alles unter Kontrolle. Chill dein Leben, Alter. Gar nicht gut. Schmerzt. Schmerzt. Ach, die sind so nervig. Vor allem klingen die so sau witzig. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das pro Aufnahme sag. Komm, wir hauen mal ein paar Zauber raus. Du was? Daumen. Was ist das? Flammenschlag. Ich könnte es ja nachlesen. Grad 6 Zauber. Lala. Das ist Kleriker-Zauber, oder? Mhm. Und ich habe noch exakt 9 Schleuderkugeln. Ich habe auch noch welche im Inventar. Ah, sehr schön. Mich. Ja, die. 20. Und nochmal 40. Gibt es noch 40 plus 1er Kugeln rumliegen? So, da. Speichern. Ich habe noch wieder Zeug dabei. Sollen wir nochmal schnell pennen? Moment, ich will noch kurz aufsammeln. So, und ich lerne mal mehr magische Geschosse, beschließe ich gerade. Ja. Das Rakshasa beschwören? Ah ne, Hakesha. Was oder das ist? Ja, nehme ich sofort. Dämon oder so. Da. Mein Inventar ist voll. Dein Gepäck ist voll. Nimm. 2 Vitamine und Naschen. So. Da. Gut, gehen wir weiter. Hätte ich auch. Ach, wir wollten ja noch pennen. Wäre ja, richtig, unter Fragen. Es ist voll dunkel hier, ich hab. Oh, das sind so schöne Ratten, die da überall rumlaufen. Ich meine, in meinem Zimmer ist es dunkel. Und da laufen Ratten rum. Das auch. So, halt so die Grube immer. Der Ungläubigen. Das klingt doch nach Spaß. Oh ja. Minsk schickt man dann da halt vor. Ich meine, Rüstungsklasse minus 8 ist ja recht akzeptabel. Nö. Damit lässt sich arbeiten. Ich denke auch. Ich komme jetzt feindgesichtet, 5 Millionen Stück. Gott. Ach, ist das schon die Grube? Such mal nach Fallen. Erstmal die ausplümmern. Das sieht ja echt. Zur Ghoulstadt. Das war die Ghoulstadt. So. Cool, Edelstein. Die müssen auch irgendwo wohnen. Dann schick mal den Minsk nach vorne. Ich muss das mal hier einmal drehen. So. 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 Ein Sob-Schild. Genau, das Sob-Schild. Nee, was stimmt hier nicht? So. Bitte tritt in eine Falle. Ich glaube, hier ist es eine Falle. Das ist ein bisschen absurd, oder? Ah, da ist schon der erste. Ja. Yeah. Lauf ruhig weiter rein, die machen dir ja gar nichts. Plonk. Können die nur damit angreifen? Ja, schon tot. Voll gut. So, schick Minsk weiter vor. 9 Gold, Hammer. Lass mal nach rechts. Also bisher, finde ich, hat sich der Schild schon gelohnt. Ja. Müssen aber auch ein bisschen nachrücken, falls mal andere Gegner kommen sollen. Aber Minsk macht halt mehr Schaden wie Yahira, da macht der Schild halt mehr Sinn, weißt du? Ach, kommt es auch darauf an, was er für einen Schaden macht? Nee, aber wenn... Minsk kann die Gegner noch schneller niederknüppeln, als es Yahira vermag. Oh, gleich 3. Oh, hier komm. Ja, ja. 4 sogar. Minsk is the machine. Wie entspannt. Das ist so witzig. Also der Schild hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hammer, ja. Hey, ich steig eine Stufe auf, das mache ich gerade mal so nebenbei. Ah, das ist übrigens so ein fetter Betrachter. Hast du eine Pause drin? Nö, macht ja nicht. Was soll mir passieren? Ich wollte ihn jetzt noch zeigen. Achso, Entschuldigung, jetzt ist er schon tot. Wie geil ist das bitte? Und die anderen sind verlangsamt, dann klopp mal auf die drauf, komm. Na, könnt ihr gar nichts? Ja, hier seid ihr echt dumm. Wir sind zu Glück. KL. Wo war dann großer? Der rechts unten im Gang. Da liegt er. Was ist, siehst du den? Und der ist braun, der sieht nicht so gut. Ist einer von der braunen Sorte, hm? Genau, ein brauner Betrachter. Ach da, ja, jetzt sehe ich ihn. Der Minsk macht das alleine, oder? Ja.
Ja, er hat auch noch ja, Siggi. Genug Platz und bitte. Ja, Siggi. So, da. Ich guck nochmal ganz kurz was wegen Zaubern. Moment. Boah, 326. Bei mir gerade 5. Gibt's da was Tolles sonst? Nee. Was ich noch fragen wollte, diese komischen Meteoriten, ist was für ein Grad? Melfs Dingens? 3. Hast du vorhin ange... Ah ja, okay. Gar nicht mal so ein Labyrinth hier. Gar nicht mal so eklig hier eigentlich. Okay, hier geht's irgendwo hin. Wo genau? Zu den oberen Ebenen, da bin ich nicht hin. Nee, läuft erstmal hier die Runde und leerst das Ganze mal entspannt. Kriegen wir dann noch EP, wenn der das allein macht? Ja, ja. Alle? Ja, ja. Oder nur er? Alle. Okay. Das ist schon wieder so eine Blubberblase. Nam. Oh nein, ein Feind du? Gesichtet. Die sind zu erbärmlich, die Viecher. Ich bin ein Kraut, ich mach mich selber kaputt. Aber den Schild müssen wir auf jeden Fall behalten. Ja, auf jeden Fall. Wie schnell die einfach draufgehen. Ganz groß. Okay, da hat's ein... Ah, ich hab einen Dimensionsreißer gefunden. Yay! Moment, da unten steht was. Die beiden Teile des Zepters verschmelzen miteinander. Es vibriert geradezu vor unbändiger Energie und appelliert an eure niedrigen Instinkte. Gier, Hass, Lust und Gewalt. Bereitschaft spülen sich an die Oberfläche eures Verstandes. Ihr versteht jetzt nur zu gut, warum der Dimensionsreißer versteckt wurde. Er wird wie ein Zauberstab benutzt und hat nur eine einzige Ladung. Ihr solltet ihn sofort in euren Gürtel stecken, von wo aus ihr ihn schnell benutzen könnt. Wer hat denn so? Nee, hoffentlich Minsk, oder? Ich hab ihn. Nee. Brauchen wir den für den Betrachter, ja. Oder? Für den Oberbetrachter. Ja. Das heißt, den musst du mir dann mal irgendwie geben, oder? Ja, dann musst du halt erst, jetzt läufst du mal ganz bequem und dann... Wahrscheinlich ist der in der Mitte, Rati. Aber das kriegst du vielleicht auch so platt, guck mal. Wenn nicht, Moment, Tagebucheintrag. Der bufft sich noch. Sobald der Betrachter tot ist, muss ich dem Avatar das Zepter zurückbringen. Er hat mich gewarnt, dass der Reißer verflucht ist. Ich möchte es nicht riskieren, auszuprobieren, was geschieht, wenn ich es wage, ihn ein zweites Mal einzusetzen oder ihn von diesem Ort wegzubringen. Sobald ich also den Betrachter getötet habe, muss ich zum Tempel zurückkehren. Minsk bleibt einfach vorne stehen und der Rest kommt nach, okay? Ich warte auf euch. Aber halt links rum. Ja, ja, warte noch kurz, ich mach noch Hast auf uns, dass nicht, dass du jetzt vorrennst und dass du deswegen nicht abbekommst. Okay, und los. Hui. Was denn keine Wirkung? Und? Was denn keine Wirkung? Gib mir. Mama, am besten gehst du schnell vor und haust einfach den Zepter einmal drauf und dann ist wahrscheinlich gut, oder? Ja, hab ich gemacht. Dem Tode nahe. Ja. Stirbt drei. Schon wieder steigt einer auf. Was ist denn das hier? Dann mache ich mit Minz die Runde gleich mal weiter. Ja, aber steig erstmal mit ihm auf. Mach ich. Voll gut. Ich speichere schon mal. Es gibt ja echt Erfahrung hier und drei Stufenaufstieg in einer Folge. Und durch das Schild ist es gar nicht mal so schwer. Nee. So, dann laufe ich mir hier einmal im Kreis noch und dann gucke ich die Mitte mir noch an. So. Das ist bestimmt noch was Dickes in der Mitte. Ja. Du, wo geht's da rechts hin? Bestimmt ist so eine Blubberblase da. Oh nein, auch ein großer Betrachter. Nee, ich hab so Angst. Ich pülle aber das würde uns sonst echt ordentlich Schaden machen und so. Ja. So. Muss man ja schon mal sagen. Lass mal hier. Ich muss ihn nicht mal angreifen, das ist so geil. War da was drin, was gefällt? Ach, das gefällt mir. Ja, jede Menge. Eine. Ja, gib mir mal die Sachen. Ja, ich komm mal. Also ich hab nämlich noch genau 0 Plätze frei, jetzt hab ich wieder. Minsk ist wieder zurück. Ups. Gut, dann gibst du mir kurz die Sachen. So sei es. Irgendein Stab ist noch dabei. Die ganzen Edelsteine kann man nicht bauen. Das ist eine Hellebarde. Drachenband plus 3. 1W6 plus 3 plus 6 gegen Drachen. Holla. Die Waldfee. Schutzformel gegen Säure. Also dann, Minsk macht sich wieder auf die Reise. Ich finde, der macht das ganz gut. Trommler, ich finde auch. Der könnte eigentlich von Beruf Kammerjäger werden. Sonst kann er nix, aber das kann er. Genau. Gegen Betrachter. Also wenn ich mal Betrachter da zu Hause hab, Mann. Genau. Wenn er dann irgendwie abends, also meistens ist es so, wenn man so Silberfische hat, ist es ja, dass die abends irgendwann rumlaufen. So, dann gehen wir in die Mitte. Abends auf dem Klo sitzt und dann die Betrachter irgendwo krabbeln, dann kannst du den Minsk rufen. Der macht das mit seinem Schild. Fail. Okay, ich mach mal. Drehen wir um.
Ja, ja. Stärke von was? Komm runter zu uns. Komm runter zu uns. Dann gehen wir bald in die Mitte. Gemeinsam sind wir stark. Hammer, hammer, yeah, hammer, yeah, yeah, hammer, hammer, yeah. Oh, sind sie schon. Echt eine Mupfel, du. Geh da wieder weg. Die sind ja. Wir können einfach mal Minsk entgegenlaufen, das war ein Plan, oder? Nee, ich hol noch Viehzeugs. Ich will einen dicken Kampf. Warte! Und. Ja. Wir schön dicken. Ja. Das sind wieder so Mini-Feuer-Elemente. Ja, irgendwie haben wir nicht so gut gewürfelt diesmal. So, wir leuchten wieder. Halt! Es speichern, du Held! Jetzt schon. Immer diese überhektischen Kinder da. Wir haben Stress. Wir haben Stress. Wir haben Stress. Okay, wir haben Stress. Wir haben Stress. Zugriff. So, auf den mittleren. Der mittlere? Ja, irgendeinen halt. Ja, einfach Kopf. Wir sind eh unbesiegbar. Die? Sag. Ne, wir. Das sag ich einfach mal so. Ja, wir sowieso. Ich bin grad ein bisschen optimistisch. Ja, zaubert mal vor euch hin. Jetzt können sie eh nicht mehr zaubern. Ist das? Gut schick. Moment, du hast gerade 32 Schaden an dem einen gemacht, du Held. Wer? Ich war ein Dieb oder ein Dieb? Ja, siehst du. Aber die haben einfach nichts dabei, die haben nur. Müll? Plattenpanzer. Okay. Ja. Da lebt noch einer. Tatsächlich. Oh. Der hat immerhin einen Brunkanisch dabei. Wo ist Minsk? Der sollte den nämlich nehmen. Kann der mal herkommen? Wo ist Minsk? Sonst kann wo ist denn der? Sich wo läuft der rum? Weiß nicht, wo den hingeschickt hast. Sonst kann sich ja Hira mal wieder nicht bewegen. Nur 47 Gold. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir hier unten alles erkundet, wa? Dann gehen wir doch mal wieder zu den oberen Ebenen. Wieso hat Minsk nur noch 170, also ich kann wieso keine noch 170 tragen, was ist da komisch? Ich glaube, der konnte vorhin auch nicht die 320. Ah, seine Stärke ist vermindert. Wegen dem Schild wahrscheinlich. Ja, das setzt es runter um 1. Aber das ist ja nicht so schlimm. Haben wir jetzt wirklich alles hier? Wir treffen uns beim unteren Ausgang und werden dann pennen müssen gleich wieder. Moment, wir einfach noch die Runde laufen. Ja, der Minsk ist jetzt ja ein bisschen schneller. Weißt du übrigens, dass die Karte, also wenn du die Karte anschaust, dann sieht die aus dem Betrachter, ist es nicht witzig? Ja, das ist voll cool. Hammer. So, jetzt glaube ich mal zu dir. Ich bin erschöpft. War voll cool hier unten. Ja. Ich fand's witzig irgendwie. Detail macht vor allem schon nicht immer so schwierig. Mit dem Schild. Ja gut, nee, auch das ganze Zeug davor fand ich ganz süß. Müssen wir jetzt noch den ganzen Kult niedermachen? Ich weiß es nicht. Wir pennen jetzt vorsichtshalber mal. Das könnte gegebenenfalls nicht so witzig werden. Minsk, stellt sich bitte mal nach vorne. Ich guck noch die Ratten an. Ah. Ich glaube, hier unten schlafen ist eine schlechte doch, Idee. Doch. Es gibt Erfahrung. Jetzt kommt dann gleich ein fetter Betrachter oder so. Hat ja funktioniert. Es gab nochmal 9000 Erfahrungspünktchen. Sigi. Okay, nach oben. Ja, Sigi. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Echt? Wusste ich nicht. Ah, jetzt sind wir hinter dieser Tür. Alles schließt. Okay, warte mal, wohin müssen wir jetzt? Zum Tempel zurückkehren. Okay, das heißt, wir müssen wieder nach unten. Aber gerne. So zu den Verseuchten. Genau. Läuft. Dann haben wir die Quest ja abgeschlossen. Dann würde ich auch sagen, mach mal so langsam Schluss für heute.